Ich hab jetzt habe ich erst Aufnahme gedrückt. Okay, SpongeBob ist die Wahrheit. Ich sag wahrscheinlich oft SpongeBob, nicht SpongeBob, weil, ja, keine Ahnung, ich bin halt Allmann so. Das bitte ich zu entschuldigen auf jeden Fall. Also schreibt es mir ruhig in die Kommentare. SpongeBob, ich versuch's auf jeden Fall. Von Jero damals gelöscht, er hat es mir geschickt, er meinte, ich kann drauf reagieren und ich reagiere jetzt Ich drauf. will ihn auch gar nicht in die Pfanne hauen oder sowas, aber Tonononon. man muss einfach mittlerweile die Wahrheit sprechen. Was ich euch versichern kann, ist, SpongeBob ist 100%. San Diego, zu 100% San Diego, egal was sich irgendwer sagt. Willkommen auf Schizophrenic Blog zum SpongeBob Enttarn Video. Ja, wir haben lange gebraucht. Vor allem, das Lustige ist halt auch noch, dass ich genau bei dem Video sogar weiß, wo ich war, als ich das gesehen habe. Das ging ja auch generell mega ab. Und wo das rausgekommen ist, war ich nämlich gerade babysitten, lustigerweise. Und das war halt so, dass ich so um 19 Uhr zu denen gekommen bin. Dann habe ich die quasi direkt zu Bett gebracht und dann habe ich halt unten gechillt 2 Stunden und dann durfte ich halt wieder gehen. Und ja, das war halt mega geil, weil das kam genau daraus, da konnte ich das da halt gucken. Deswegen, das weiß ich noch so ganz genau. Da dachte ich mir schon so, boah, Digga, alles Warum zerstört, haben ey. wir lange gebraucht? Wir wollten kein Video wie jeder andere machen, sondern eins, nach dem kein Zweifel mehr besteht. Und ja, wir haben mit sehr vielen Menschen Vor allem geredet, wir damals Leuten, noch. Teilnehmern, Ex-Teilnehmern, die haben uns alle dasselbe erzählt. Aber auf die Bitte, das nochmal im Video wiederholen zu können, haben die meisten gesagt, nee, Etwas wir wollen mit der leise, Sache er lieber meint es nichts mehr nur. zu tun haben. Wir sind trotzdem froh, noch ein paar Leute gefunden zu haben, die genug Eier hatten, im Video zu erscheinen. Ach ja, 4 Monate ist es her, dass wir vermuteten, dass San Diego Julian bei seiner Albumproduktion geholfen hatte und dementsprechend der ganze Beef fake sei. Doch versprachen wir auch nicht mehr über Julian zu berichten, das haben wir natürlich nicht vergessen. Nun wollen wir aber SpongeBob und das ganze Turnier auseinandernehmen und das geht nun mal nicht ohne Auseinandernehmen. Julians Ja, Namen. also ich muss sagen, ich fand das Video halt damals halt mega krass so und ich habe das auch richtig gefeiert. Aber ich muss halt echt sagen, also an sich war es ja klar, dass San Diego das ist. Und ich finde halt auch trotzdem, selbst wenn die, also die, da sind natürlich, die haben natürlich unter einer Tasche gesteckt, unter einer Decke meine ich, nicht Tasche. So, das ist ja klar, aber ich sag mal, das hat das Turnier für mich nicht weniger schlecht gemacht, weil ich muss trotzdem sagen, dass der Schwamm. Also San Diego dann trotzdem hat alle zerstört. So, es gab nicht ein Battle, wo man jetzt sagen konnte, Digga, das ist aber knapp so. Ob der da jetzt wirklich gewonnen hat, sondern der ist halt einfach ein krasser Rapper so. Und der hat trotzdem alles fair gewonnen, ob das jetzt abgesprochen war oder halt In den nicht. Mund zu nehmen. Daher haben wir euch auf Facebook gefragt, ob ihr was dagegen habt, dieses Verbot aufzuheben, wenn es als Hauptwerk um SpongeBob geht. Und ja, ich glaube, es gab nicht einen einzigen, der etwas dagegen hatte. Also lehnt euch zurück, lassen wir es beginnen. Es war von Anfang an klar, dass der Mythos SpongeBob einen unbeschreiblichen Hype auslösen würde. Es liegt in der Natur des Menschen, nicht gelöste Rätsel hochzupushen. Und ja, da macht ein verkleideter Schwamm mit einer beeindruckenden Rap-Technik und verstellter Stimme beim Turnier eines der erfolgreichsten Bloggers Deutschlands mit. Ein gefundenes Fressen. Am Anfang waren alle fest davon überzeugt, hinter der Maske stecke San Diego. Mittlerweile ist sich die Masse aber nicht mehr sicher. Ich denke, San Diego ist es. Ich denke mal San Diego. Ich glaube nicht San Diego. Ich glaube nicht, dass er. Ja, like auf jeden Fall das Video, wenn du gerade hier interviewt wirst und jetzt 6 Jahre älter bist oder so. Genug Humor dafür hat. Ich denke eher Shindy. Natürlich San Diego, das weiß man. San Diego-Kollege, alle sind irgendwie mit dabei. Ich glaube eher, San Diego steckt hinter dem Ganzen. San Diego. In Frankfurt auf der Straße glauben die meisten, dass San Diego als SpongeBob, allerdings bei einer Umfrage auf unserer Facebook-Seite stimmen nur noch 40%. Es existieren zahlreiche unterschiedliche Theorien und jede besitzt seine Anhänger. Wir werden nun eine nach der anderen widerlegen, bis am Okay, Ende nur gegen noch Green war vielleicht knapp, aber ich fand trotzdem, dass er, eine also, dass übrig er trotzdem bleibt, gewonnen die auch hat. von Insidern bei uns im Video bestätigt wird. Hier seht ihr nun eine Auflistung der bekanntesten Theorien. Kollege, Newcomer, Julians Blog, Shimmy, Peter F. oder San Diego. Also damals war schon klar, dass es eigentlich Dings sein muss, ne? Theorie Nummer 1. SpongeBob ist Kollege. Was dafür spricht? Kollege imitiert sehr gut andere Menschen, andere Stimmen und er imitierte bereits SpongeBob auf Instagram. Und die beiden haben ähnliche Prioritäten, was den Rap angeht. Verständlicher Double-Time, Punchlines und Technik. Warum ist es Kollege dennoch nicht? Ganz einfach. Erstens sind Julian und Kolle nicht mehr cool und zweitens hat es Kolle überhaupt nicht nötig und selbst wenn er es nur aus Spaß tun würde, würde es das Label wohl kaum erlauben. Was, Kollege? Ja, das würde ich halt, das ist das Einzige, was ich nicht unterschreiben würde. Ich glaube, das Label, dem wäre es ziemlich egal, solange der seinen Vertrag halt weiterhin erfüllt. Ich meine, Kolle war auch zu der Zeit schon relativ groß und war ja auch, da hat ja der Hype, sage ich mal, auch so richtig angefangen. Ich glaube nicht, dass das Label dem dann da so viele Steine in den Weg legt, wenn man sieht, dass er halt immer mehr Erfolg hat, weil das ja auch dann schlecht fürs Label ist, wenn Kolle dann da Ärger macht und dann zur Not halt raus will irgendwann. Ich meine, der ist jetzt halt trotzdem raus, aber halt relativ spät. Kollege und Julian sind nicht mehr cool? Ja, Kollege hat Julian mal früher Props in einem Interview gegeben, aber das war vor der Boss-Aura-Analyse, die nicht sonderlich gut ausgefallen war. Ja, wer nicht glauben will, dass die beiden alles andere als cool sind, kann ja mal gucken, ob er noch eine Analyse über Kollege auf Julians Kanal findet. Die sind beide nicht mehr da. Wieso bloß? Und wer es immer noch nicht glaubt, Julian unterstellte sogar Kollege bzw. Selfmade seinem Label, sich
Klicks zu kaufen. Er finde es zum Kotzen, dass Selfmade immer so mega viele Klicks und Likes kauft, kommentierte er auf Art. Ich fand die beiden davor wesentlich besser, obwohl ich es mega zu kurz finde, dass Selfmade immer so mega viele Klicks und Likes kauft. Zitat AskFanJoe und bezeichnete die JBG-Videos und ihre Klicks als gefakte Scheiße. Seine Anschuldigungen wurden übrigens wie... Vergleich nochmal die aktuell gefakte Scheiße. Anmerkung gemeint sind die JBG-Videos mit meinem 11. September. Der legt damals über 10 Millionen Klicks. Selfie waren laut Social über 10 Millionen Klicks abgezogen worden. Julian behauptet, es wären von YouTubers gekauft und deshalb abgezogen worden. Der wahre Grund war, dass JBG1 initiiert und somit das sehr klickstarke Video Mitternacht von YouTube entfernt werden musste. Autsch! Es waren Selfmade bei YouTube abgezogen worden, aber nicht, wie Julian dachte, weil sie als Fake erkannt wurden, sondern weil JBG1 indiziert worden war und somit das Video Mitternacht mit seinen Millionen von Klicks von YouTube verbannt wurde. Ja, Julian, mit solchen Behauptungen sollte man Acht geben. Ja, die Behauptung war natürlich halt dumm, aber ich muss sagen, also wahrscheinlich hat ja mit Kolle dann irgendwie mehr oder weniger Beef gehabt und dann wurde er vielleicht auch dazu gezwungen, die Videos offline zu nehmen. Das persönlich finde ich halt schon wieder so ein bisschen kacke, wenn Kolle da wirklich halt gesagt hat, nein, du nimmst das halt jetzt runter, weil ich sag mal, es sollte halt trotzdem erlaubt sein, über Sachen zu berichten. Und ich fand sowohl die Rap-Analyse über Kollege als auch die Album-Analyse zu Boss Aura mega unterhaltend und gut. Also ich habe mir diese Album-Analyse, da gibt es Reuploads von, die habe ich mir bestimmt 10 Mal oder so angeguckt schon, weil die einfach auch gut gemacht ist, so, ne, muss man halt sagen. Ich meine, ich feiere Boss Aura persönlich mega stark so und ich stimme auch nicht mit allem überein, was Julian sagt, aber an sich so von der Aufmachung her ist das ein richtig gutes Video, was man sich halt einfach gucken kann. Und dann sage ich mal so gezwungen zu werden, so viel Arbeit offline zu nehmen. Aber wir sind ja alle immer die Verschwörungsvollidioten. Wenn man ehrlich ist, Kollegas Imitation, die wahrscheinlich nur dazu da war, um ein bisschen Gerede mitzunehmen und um Julian und den wahren SpongeBob zu ärgern, war zwar echt gut, aber man hat schon einen Unterschied zum Original gehört. Theorie Nummer 2. SpongeBob ist ein unbekannter Newcomer, wie Julian auch bereits in seiner Analyse anpries. SpongeBob hört man die Routine an, so rappt man nicht von heute auf morgen, das sind jahrelange Erfahrung. Und welcher Newcomer hält bitte sein Talent jahrelang versteckt? Und wieso maskiert er sich dann, wenn er endlich bereit ist, der Welt sein Talent zu zeigen? Und der Newcomer hat nicht so krass professionelle Videos und eine unglaubliche Aufnahme- und Abmischqualität. Da sind Profis am Werk. Also fällt diese Theorie auch weg. Naja, ich weiß nicht, auch das finde ich eigentlich, also ich meine, klar, normalerweise so ein Newcomer, der würde sein Dings vielleicht nicht so unter Verschluss halten, aber es kann ja auch sonst irgendwer sein, der so eher im Underground unterwegs war und halt richtig krass ist, aber halt nie so den Erfolg hatte und plötzlich haben es halt tatsächlich dann Leute, haben ihn halt gefunden, die mega gut waren, die halt dann das Studio-Equipment und sowas haben und haben ihm dann gesagt, jo, hier, wir pushen dich halt jetzt hoch. Also es ist natürlich nicht so, ne, aber ich finde die Begründung finde ich so ein bisschen schlecht und auch, ja, wer sollte sein Ding denn jahrelang unter Verschluss halten? Also ich meine, er hat sich doch selbst, also wenn das jetzt so wäre, dann hätte er sich selbst jetzt erst in die Öffentlichkeit getraut mit Maske, also so, dass man ihn halt nicht erkennt. Und es gibt nun mal sehr introvertierte Menschen, die auch ihr Talent zurückhalten oder das halt gar nicht nutzen, weil die auch auf sowas gar keine Lust haben, dann irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen oder so. Also es ist natürlich klar, dass es kein Newcomer ist, aber ich finde, die Begründung kann man halt trotzdem auch sehr leicht gegenargumentieren, so, da waren halt keine Beweise oder sowas drin. Theorie Nummer 3. Julians Blog ist SpongeBob selbst. Ja, wie kommt man darauf? Auf einem Video auf seinem Gaming-Kanal klingt Julian wie SpongeBob. Als Julian ernsthaft zu rappen anfing, wurde er von vielen gehatet und verlor an Respekt in der Rap-Szene. Sein Album floppte. Wie er selbst auf AskFM zugab, verkaufte er miserabel. Nach unseren Informationen sollen es 2.000 bis 3.000 CDs gewesen sein, was bei seinen gewaltigen Klickszahlen gar nichts ist. Zum Vergleich ein Vega mit 50.000 Facebook-Likes verkaufte über 20.000 Einheiten. Nun ja, viele denken, dass nun Julian als Schwamm den Leuten zeigen will, dass sie nicht seinen Rap, sondern nur seine Person, die rappt, gehatet haben. An sich ist die Idee genial, aber wie sollte sich Julian denn irgendwann offen hinstellen und sagen, hey Leute, ich bin SpongeBob, ich kann doch rappen, gebt's doch zu. Er hat SpongeBob in vielen Bewertungen die Punkte hinterhergeworfen und wenn er später sagt, dass er das selbst ist, kommt das schon ziemlich komisch und er verliert seine letzte Glaubwürdigkeit. Ja, ich weiß nicht, Mann. Also ich glaube, wenn er so... Das Ding ist ja, das war ja von Anfang an auch so geplant, dass man das eigentlich nie so wirklich veröffentlicht, jetzt in dem Sinne, sodass man daraus jetzt so ein großes Ding macht. Sondern die haben es ja einfach jahrelang liegen gelassen. Ich glaube, das Video kam 2013 oder 2014 oder so. Und ich glaube, 2017 hat San Diego erst mehr, also er hat es ja nicht mal gesagt, sondern da hat er ja dann angefangen, Videos zu machen. Dieses eine Apocalyptic Infinity, glaube ich, wo man da wusste, dass es halt San Diego ist. Also man wusste es vorher auch schon, aber da war es dann zu 100% safe auf jeden Fall. Und ich denke, Julian hätte das halt genauso gemacht. Der hätte den Fame von dem Schwamm wahrscheinlich einfach mitgenommen, hätte da vielleicht 1, 2 Alben rausgebracht und hätte dann irgendwann wieder als Julian gerappt. Und irgendwann interessiert es halt auch einfach keinen mehr. Na klärlich, zu der Zeit, er hätte nicht nach dem Battle sagen können, hello, ich bin's übrigens, so das wäre nicht gegangen. Ne? Aber ja, natürlich ist er das trotzdem nicht. Ne? Also da stand ja auch gerade schon, also die Skills reichen halt nicht aus, auch der Flow ist halt ein anderer. Ja, rap-technisch kommt er da nicht ran und
Ja, es stimmt halt trotzdem. Also ich glaube nicht, dass er bei seinem eigenen Turnier dann da so mitmacht. Das würde sich zudem halt nicht lohnen, glaube ich. Zudem float SpongeBoss um einiges besser und routinierter als Julian. Also scheidet diese Theorie auch aus. Theorie Nummer 4. SpongeBoss ist Shimmy. Shimmy ist einer der besten Double-Timer in Deutschland und wurde bereits von Julian Rap analysiert und die beiden waren auch mal privat sehr lange miteinander gut befreundet. Ja, die Fotos gibt es dann halt wieder, wenn mal wieder nichts drin ist, was man irgendwie wissen könnte. Ich kann sagen, er hat sehr viel mit seinem Studium zu tun und ist eher genervt von den ganzen Anschuldigungen. Außerdem haben die beiden sich zerstritten. Wir waren bei dem Streit hautnah dabei. Es ging um unser San Diego Julian Video, das wir gemacht hatten, dass er seine Texte schreibt und so. Und zwar beschuldigte Julian Shimmy, er wäre unser Informant gewesen, was nicht mal der Wahrheit entspricht, weil es jemand anderes war. Julian, an dieser Stelle mal an dich persönlich. Und Shimmy ist einer der loyalsten und nettesten Menschen, die wir in diesem Rap-Game bisher kennenlernen durften. Wie auch immer. Aber von Shimmy hört man heutzutage auch nichts mehr, ne? Der ist tot quasi. Julian verlangte, dass Shimmy offiziell gegen uns aussagte. Shimmy wurde in der Vergangenheit aber oft enttäuscht von Julian, der ihn ausnutzte und ihm dafür Promo versprach, die er aber niemals einhielt. Außerdem wusste Shimmy, was wirklich passiert war zwischen den beiden, wollte aber lieber nichts sagen, weil er Julian schützen wollte, weil... Julian beschuldigt Shimmy, erzählt uns allen, dass er unter einem Textschreiber verlangt, dass Shimmy sich auf seine Seite stellt, ein Video dazu machen sollte, in dem er sagt soll, dass... dieser nun mal sein Entdecker gewesen war. Andererseits wollte er aber auch nicht lügen und sich auch nicht mehr alles bieten lassen. Er hat ein Album rausgebracht, aber er hat auf jeden Fall keine Reichweite so, oder? Das kriegt man ja gar nicht mehr mit. Shimmy wollte aber nicht, lügt er also... aber nicht lügen, also schwieg er lieber. Julian stellte seine Rap-Analyse über Shimmy auf privat. Julian wollte damals nicht selbst auf unser Video eingehen, um uns keine Promo zu geben und beschränkte sich darauf, sein Verschwörungsvollidioten-Video zu posten. Deshalb schwieg er lieber, was im Endeffekt sogar noch positiv für Julian gewesen war. Dies hielt Julian aber für einen illoyalen Move und stellte die Rap-Analyse über Shimmy auf privat. Shimmy hatte uns privat erzählt, wie Julian ihn behandelte und dass er nach all dem noch schwieg, hat uns echt sehr beeindruckt und gleichermaßen gewundert. Damit fällt diese Theorie nun auch weg. Am Ende bleiben noch Peter F. und Santiago. Ja gut, dass es Shimmy nicht ist, ist klar, weil Shimmy hätte auch keinen Grund gehabt, irgendwie verkleidet damit zu machen. Klar, es hätte halt vielleicht, das hält natürlich mehr, aber ich sag mal trotzdem, ist er ja, oder wäre er dann trotzdem auch ein sehr krasser Rapper gewesen. Ich glaube, das hätte trotzdem gehypt. Also ich weiß nicht, wie ihr das wie das bei euch so ist, aber ich zum Beispiel höre mir immer noch mega viele alte Runden von SpongeBoss an. Ahmed oder AMED, keine Ahnung, finde ich ganz geil. Das King-Finale ist natürlich halt einfach Bombe. Das ist ja eigentlich jede Runde fast, ne? Das ist halt richtig. Außer die über Fortune, die fand ich irgendwie, ich weiß nicht. Wer hätte das denn gedacht? Wir haben nun 3 Gäste interviewt, die wir auch ab und zu mal einspielen werden, um unsere Behauptung zu unterlegen. Ahmed. Um den Rest zu verstehen, erzählen wir mal eine kleine Geschichte. Am Anfang gab es einen Blogger, der den großen Traum hatte, Rapper zu werden. Sein Name war Julian und einen sehr talentierten Rapper namens San Diego, der allerdings vergeblich auf seinen Hype im Deutschrap wartete. Sunny hatte gute Punchlines, Reimtechniken, Flow-Variationen, einen der besten Double-Times in Deutschland und hat an Kollegas Album Boss Aura entscheidend mitgearbeitet und war quasi ein Dauerfeature in den Hooks. Dennoch läuft die Karriere nicht, die Leute feiern ihn nicht, im Gegenteil, sie haten ihn sogar. Ob das wohl an seinem Image oder an seinen umstrittenen Autotune-Hooks liegt? Erst hassen ihn wenige, dann kommt der einflussreiche Blogger Julian und hatet die Autotune-Hooks von Sunny auf dem Album Boss Aura. Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende beginnen ihn nun zusätzlich zu haten. Dann passiert Julian ein folgenschwerer Fehler. Er fällt auf einen San Diego-Faker herein. Ach Digga, warum sagt er das nicht im Video, sondern blendet das so ein? Julian beginnt eine Schreibfreundschaft mit dem Fake San Diego. Dieser erzählt dem Haftbefehl Abitur und ein Zweierschnitt. Julian glaubt ihm, erzählt es auf YouTube. Später erklärt er seinen Fehler, dann in dem Haftbefehl kein Abitur. Es ist halt, das war auch so geil damals. Ich fand das auch, ich hab das Video so gesehen und ich dachte so, nee, Digga, der ist so locker gefaked oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann macht er echt so ein paar Tage später ein Video, ja, der hat doch kein Abitur, Jungs. Dem er sogar häufig schreibt. Dieser erzählt ihm, selbst wenn er Abitur hätte, wäre es doch scheißegal. Ich meine, das ist halt dann ein bisschen Image, okay, was ist daran schlimm? Also ich finde ein paar Lieder von Haftbefehl trotzdem mega geil. Also gerade die Beats, mega heftig. So Affen aus und so oder auch Chabos wissen, wer der Babbo ist. Befehl hätte so. Abitur. Der Blogger glaubt ihm das und erwähnt es in einem Video. Später gesteht sich Julian den Fehler ein. Das Video, in dem er das selbst gesteht, haben wir verlinkt. Von seinem Kanal hat er es entfernt. Hier genau beginnt die gemeinsame Zeit der beiden. Denn durch den Faker meldet sich nun der echte San Diego bei Julian. Was jetzt genau passiert, wissen selbst gute Freunde von Julian nicht mehr. Irgendwie beginnen Julian und San Diego eine Freundschaft zu entwickeln. Was das betrifft, verschweigt Julian selbst seinen vertrautesten Leuten fast alles. Später zieht er sogar um aus Kiel nach Osnabrück, der Heimatstadt von Sunny. Denn er hat ein Ziel, er will nun endlich sein eigenes Album releasen. Nicht mehr nur einfach ein Blogger sein, der viele Menschen erreicht. Nein, er will ein Superstar werden, sein Jugendtraum leben, ein anerkannter Rapper zu werden. San Diego bringt nun genau das mit, was er für ein Album braucht. Ein richtiges Studio, Routine, er kann ihm beim Texten helfen und beim Flow.
Doch die neue Freundschaft verändert den Blogger. Zuvor pflegte er ehrlichen, regen Kontakt zu seinen Freunden Ahmed und Shimi. Nun lässt er den Kontakt schleifen. Vermutlich hat sein neuer Freundeskreis um San Diego etwas dagegen. So hat Ahmed, einer der wenigen, die Julian persönlich kennen, seine Entwicklung als Mensch miterlebt. Ja, ich weiß nicht, sowas finde ich halt auch immer, ja, geil, wie jetzt so Ahmed da so halb durchguckt. Ja, sowas finde ich halt persönlich auch immer mega kacke, wenn sich Leute wegen sowas halt verändern irgendwie. Also ich bin jetzt ja auch erfolgreicher als vorher, aber ich habe noch niemanden irgendwie den Kontakt abgebrochen, weil ich dann irgendwie bekannter war oder neue Freunde gefunden habe oder so. Und das finde ich halt auch richtig schlimm. Oder auch, ja, charakterlich halt einfach kacke, ne? Genauso, dass Shimi da nicht vernünftig gepusht hat oder so. Ich meine, gerade so dieses Pushen verstehe ich halt einfach nicht. Weil ganz ehrlich, es tut dir doch überhaupt nicht weh, wenn du jetzt ein Video von Shimi postest oder wenn du im Video sagst, ja hier, der haut eine neue Single raus, schaut da mal rein oder so. Das hat doch für dich einfach gar keinen Nachteil. Das macht das Video nicht schlechter, du hast keine Kosten dadurch, überhaupt nichts. So, das ist ja mit Gurkensohn auch genau das Gleiche, dass er diesen Real TMK da irgendwie nicht richtig gepusht hat, ne? Wo ich mir da auch so denke, Junge, mach das doch einfach. So, das tut dir doch nicht weh, das mal kurz zu posten und alle sind glücklich so. Selbst wenn es ihm vielleicht nicht viel bringt, mein Gott, dann hast du es wenigstens versucht. So, keine Ahnung, ich check sowas halt nicht. Ja, der Julian, der war zu Anfang sehr korrekt. Wir haben uns sehr gut verstanden, haben uns eigentlich eine coole Freundschaft aufgebaut so. Ich war oft bei ihm, er bei mir. Ja, aber mit der Zeit hat er sich immer weiter zu einer kleinen F***e entwickelt. Frag mich wieso, vielleicht durch seine gekauften Freunde, seine neuen. Aber wie gesagt, am Ende war es nur noch nehmen, nehmen, aber nichts mehr geben und Scheiße erzählen. Wir führten mit Ahmed, der als einer der wenigen die Eier hatte, ins Video zu kommen, vor kurzem ein Interview. Ab jetzt wird er des Öfteren an passenden Stellen eingeblendet. Ach ja, und kommt bitte nicht mit Ahmed verrät seinen Entdecker. Nur weil Julian ihn entdeckt hat, heißt das nicht, dass er sich alles gefallen lassen muss. Und das, was Julian so mit seinen Freunden abzieht, ist nicht mehr feierlich. Nee, Gora, Julian und Sunny hatten dann bei dem neuen Julians Blog-Battle eine Idee. Wie schaffen wir es, einen möglichst großen Hype, Klicks und Geld herauszuschlagen und gleichzeitig noch das extrem geschädigte Image San Diegos wiederherzustellen. An dieser Stelle mal Respekt an Julian und Sunny. Eure Idee war zugegebenermaßen genial. Würde San Diego als San Diego teilnehmen, würde er von den Julian-Fanboys totgehatet werden, weil sie ja von Julian gesagt bekommen haben, dass San Diego schwul wäre. Aber mit einem Image und Maske könnte es funktionieren. Ja, noch viel genialer, die Menschen würden sich fragen, wer steckt dahinter? Dann streuen wir ein paar Hinweise auf San Diego, den für die Öffentlichkeit als Erzfeind dargestellten, ein paar auf Kollega und zack, der Hype ist da. Man weiß aus RBA-Zeiten, dass San Diego gut seine Stimme verstellen kann, also bot sich das an. Dass San Diego ein SpongeBob-Fan ist, ist kein Geheimnis. Schon zu seinen RBA-Zeiten benutzte er ihn schon immer wieder als Gegenstand seiner Texte und auch in seinem Diss gegen Julian gab es mehrere Lines mit dem gelben Schwamm. Also fiel die Wahl des Image leicht. Win-win-Situation, ganz logisch. Wir machen eine Maskerade, du kriegst dein Fame ab. Wir machen das so, dass die Leute automatisch drüber reden, wenn das San Diego ist. San Diego kriegt den, sag ich mal, den verdienten Fame, den er eigentlich schon vorher verdient hat. Und Julian hat natürlich Klicks. Klicks bedeutet Geld. Ganz, ganz logische Sache. Wer immer noch skeptisch ist, die meisten Ähnlichkeiten wurden schon von anderen zu Genüge genannt. Wir wollen das jetzt gar nicht groß aufrollen. Gleicher Flow, Wortwahl, Anglizismen, gleiche Vorlieben, Waffengelaber. Hattest du schon überlegt, Videoideen von Julian zu übernehmen? Bibelkunde? Nee, das feiere ich überhaupt gleiche nicht. Videos, die Gestiken, alles wirkt gleich bei San Diego und SpongeBoss. Sollte entgegen unserer Behauptung jemand anderes unter SpongeBoss stecken, dann gibt er sich reichlich Mühe nach außen hin als San Diego wahrgenommen zu werden. Wir haben mal einen professionellen Toningenieur und Filmmusikkomponisten den Sound der beiden vergleichen lassen. Ja, das fand ich halt auch damals so krass, dass sie einfach so ein Video machen und dann gehen die einfach für so eine Sache eigentlich, von einem, der halt bei einem Battle-Turnier mitmacht, dann gehen die da halt hin und checken das halt richtig ab. Das habe ich damals richtig gefeiert, wie viel Mühe die sich da gegeben haben, dass sie das exzellent abgeklärt haben. Wenn man beide Stimmen vergleicht. Ja, andere Videos halt offensichtlich auch nicht, Junge. Julian macht seit 5 Jahren oder sowas keine Videos mehr. Oder nicht mehr aktiv. Und ich habe kein Format von ihm übernommen in diesen 5 Jahren. Also werde ich es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen. Die haben eine Ähnlichkeit im Klang, definitiv. Wobei SpongeBoss deutlich höher ist. Ja, das ist ein bisschen leise. Shifter passiert sein kann, also ein technisches Tool. Oder es kann sein, dass er einfach seine Stimme entsprechend verstellt. Aber ich finde, der Grundklang, der hat doch sehr viel Ähnlichkeit. Auch seine Aussprache vom rhythmischen Flow und so eh. Was mir am meisten allerdings auffällt, ist einfach die Art, wie die Stimme im Mix sitzt. Die Räumlichkeit von der Stimme ist recht ähnlich. Also das könnte schon deutlich auf dasselbe Studio, dieselbe Aufnahme. Jetzt benutzen natürlich viele Rapper irgendwie den gleichen Pop-Shield oder das gleiche Mikrofon, aber das hört sich für mich doch nach recht deutlich nach gleichem Studio an. Auch das Mastering passt zusammen.
Ist natürlich immer schwierig zu sagen bei zwei verschiedenen Beats, aber die Gewichtung von Bässen und Höhen ist auf jeden Fall auch in beiden Mischungen recht ähnlich und auch der Grunddruck und der Grundpegel. Zunächst sollte im Finale die Maske gelüftet werden. Das Ganze dramatisch inszeniert. San Diego hätte Julian überzeugt, ein krasser Rapper zu sein. Sie könnten nun offiziell befreundet. Also wie gesagt, ich feiere das halt wirklich immer noch mega, dass sie da sich halt so eine Mühe gemacht haben, um das halt so zu entlarven, sage ich mal. Also es ist halt immer noch, muss ich sagen, eines meiner Top 10 Lieblingsvideos auf ganz YouTube, auch wenn es halt erst jetzt wieder durch mein Dings halt wieder da ist, so, aber das Video ist schon wirklich unfassbar gut gemacht. Das muss er wirklich einfach mal sagen. Nein, die Julian-Fanboys würden ihn nun auch akzeptieren. Das war der ursprüngliche Plan. Ja, ich weiß nicht. Also, ob die jetzt wirklich entlarven, weiß ich nicht. Ich denke, die hatten es am Anfang vor, aber mittlerweile können die es einfach nicht mehr bringen, weil ja wirklich dann alle Bestätigungen da sind, dass alles abgekartet ist und gefaked ist. Ich denke nicht, dass sie es machen werden. Die Idee war zu perfekt. Die Stimmung kippte schon im Verlauf des Turniers. Zu groß wurden die Manipulationsvorwürfe, nachdem SpongeBoss jedes Mal mit extrem hoher Punktzahl die Runden für sich entschied. Ja, dann gibt es noch unser altes Video. Ja, da muss ich halt aber auch einfach sagen, ich meine, klar hat er immer viele Punkte bekommen, aber ich habe mir auch, tatsächlich gucke ich mir halt manchmal auch so alte Analysen von Julian an, weil man auch die sich nebenbei richtig gut anhören kann. Und das, was er sagt, hat einfach Hand und Fuß. Also ich meine, San Diego oder halt SpongeBoss ist nun mal ein richtig krasser Rapper so. Der hat nun mal einen extrem geilen Flow, der hat eine richtig geile Technik, der schreibt gute Punchlines so. Natürlich kriegt er dann halt viele Punkte, ne? Also, dass man wegen sowas dann halt rumheult, obwohl das halt absolut verdient ist, fand ich halt schon damals lächerlich, weil es nicht ein Battle gab, meiner Meinung nach, wo er wirklich so extrem viel Punkte hinterhergeworfen bekommen hat, dass man halt sagen musste, Digga, da steckt doch irgendwer hinter. Indem wir bereits erwähnten, dass der Beef fake sei und die beiden in Wirklichkeit längst Freunde seien. Namhafte Leute wie Motrip waren in dem Video zu sehen, bis heute wurde es 230.000 Mal angeklickt, eine nicht zu verachtende Summe. Wer es noch nicht kennt, ist es in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall tobte Julian hinter den Kulissen, wie wir mitbekamen. Verzweifelt suchte er die Lücke in seinem System. Er war der Überzeugung, sein System hätte keine Fehler. Wie schon vorher erwähnt, beschuldigte er Shimmy und versuchte Leute zu mobilisieren, die ihn verteidigen. Denn er selbst wollte uns nicht erwähnen, um uns keine zusätzliche Promo zu geben. An dieser Stelle an Julian, schon traurig, dass du bis heute nicht den wahren Informanten gefunden hast. Naja, ihm wurde bewusst, dass falls San Diego sich oft... Erstmal finde ich das halt peinlich, dass man irgendwelche Leute... Okay, keine Ahnung, ich glaube in der Situation von Julian ist natürlich ja kacke, weil du kannst halt nie wissen, wer es halt war im Endeffekt. So, aber... Ja, dass du dann halt irgendwen dafür verurteilst, wo es halt auch gar keine Belege für gibt, finde ich halt auch immer sehr, sehr schwierig. Hätte ich halt auch nicht gemacht in dem Dings. So, das Ding ist dann, darüber hinaus musst du halt auch sagen, dass du dann nicht mal die Eier hat, selber dazu irgendwas zu sagen, fand ich von Julian damals halt auch schon unfassbar schwach so. Also ich bin ja selber so, ne, Meinungsblogger, Kritiker und so, ne, das ist ja, da bin ich ja generell einer, der gerne so auf Kritik eingeht, aber ich finde, wenn du was zu sagen hast, dann sag's selber und schick keine anderen Leute vor. Zum Beispiel, ein Kollege hat auch mal einen Diss-Track über Lars gemacht und den hat dann irgendwie so sein Doppelgänger, sag ich mal, gerappt, der halt so ähnlich geklungen hat wie er. Und das fand ich halt auch mega. Also der Track an sich ist geil, aber für den Beef an sich ist es halt peinlich so, weil, ja, du hast den Beef einfach verloren, weil du selber nichts machst. So, und ich meine, hab doch wenigstens die Eier und sag halt was dazu, wenn es dich so stört. Check ich nicht, Mann. Speziell als SpongeBoss. Junge Wargamer, nerv nicht, Mann. Du brauchst nicht 10.000 Mal die gleiche behinderte Trollfrage reinzuschicken. Meine Güte, ey. Stellt allen klar sein würde, dass erstens unser Video die Wahrheit sei und die Leute an Manipulation des gesamten Turnieres glauben würden. Also musste eine Lösung gefunden werden und so entstand die Peter-F-Theorie, die mittlerweile sehr populär geworden ist. Die Website spongeboss.de wurde auf ihn registriert. Julian antwortete auf Ask, dass der Vorname von SpongeBoss mit P anfange. Und auf der privaten Facebook-Seite von Peter F., die Kühlschranktür heißt und längst von Tausenden entdeckt wurde, lässt Peter den SpongeBoss raushängen, indem er die ganze Zeit wie er postet. Zudem gibt es ein Bild, das Peter mit Kollega und San Diego zeigt. Peter F. ist laut uns zugespielten Informationen, für die wir keine Gewähr übernehmen, ein aus Bielefeld stammender Freund von Sunny und hat sich auch selbst mal als Rapper versucht, ohne viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Naja, die Sache ist einfach. Man hat jemanden gebraucht, der... Halt so, weißt du, das ist aber auch schon wieder so schlecht gemacht. Also, da kommen halt dann Leute drauf, okay, aber als ob das dann irgendwer glaubt. Also, ich meine, guck mal, wenn das jetzt wirklich der Schwamm wäre, dieser Peter F. so... Das würde doch gar keinen Sinn machen. Also wirklich überhaupt nicht. Weil warum sollte man denn alles dafür tun, also eine Maske tragen, sich nicht leaken und so weiter, keine Informationen rausgeben, aber dann so eine Facebook-Seite haben? So, da habe ich mir damals schon gedacht, seid ihr dumm oder so? Also da frage ich mich halt mega oft immer, was für Leute
Also wie, so ist Julian so dumm oder hat er einfach nur nicht nachgedacht? Nun oder? Als SpongeBob präsentieren kann und an die Leute, die diese Theorie wirklich fest glauben, was für ein Grund sollte der wahre SpongeBob, der sich streng geheim hält, haben, auf seinem Privataccount, also dem von Peter F., der offensichtlich von ganz vielen Fans schon gefunden wurde, offen zuzugeben, dass er SpongeBob ist und so zu posten, als wäre er Sponge. Leute, denkt mal nach, das ergibt keinen Sinn. Und ich denke mal einfach, dass die ihn als quasi als Sündenbock hingestellt haben, von wegen, du pass auf, du kriegst ein bisschen Fame, falls die Sache so ein bisschen hochkommt, diskutiert wird, du bist dann SpongeBob, du machst dann ein bisschen Welle, so kriegst halt ein bisschen Fame. Klar, so. Quasi so ein kleiner Sündenbock, der dann die Sache austrägt. Wenn es jetzt immer noch Leute da draußen gibt, die sagen, wir glauben überhaupt nicht, dass SpongeBob irgendwas mit San Diego zu tun hat, einen Insider haben wir noch für euch. Yo, hi, ich möchte auch mal ein bisschen was zu diesem SpongeBob-Ding sagen, zu diesem ganzen Thema. Was ich euch versichern kann, ist, SpongeBob ist hundertprozentig San Diego. Egal, was euch irgendjemand erzählt. Es ist nicht dieser Kühlschranktür, es ist nicht irgendein YouTuber, es ist nicht Kollega. Das ist ja völlig lächerlich, wer auf die Idee kommt, aber egal. Es ist definitiv San Diego. Selbst wenn jetzt irgendwann rauskommt oder es so hingestellt wird, wie hinter der Maske steckt jemand anders. Aber weißt du, das Ding jetzt, ich meine, Gio ist halt vielleicht ein Insider, aber das habe ich halt damals schon nicht verstanden, weil er sagt eigentlich nichts, außer er ist zu 100%. Egal, was irgendwer sagt, er ist es auf jeden Fall so. Das hat keinen Inhalt. Diego, egal, was sich irgendjemand erzählt. Ich meine, ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass man halt irgendwie, dass das halt Jero gedacht hat, ja, es ist halt krass, wenn die jetzt so 2-3 Gäste noch mit drin haben, die halt irgendwie mal im JBB was gemacht haben, um die halt schlechter dastehen und damit das Video halt krasser wirkt, weil viele Leute, die damit involviert waren, mehr oder weniger, oder zumindest im Turnier waren halt, dann da halt noch was zu jetzt sagen. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das halt ganze Inhalt Battle hat. Ein einziger Fake? Also mittlerweile, da braucht man gar nicht mehr drum streiten, gar nicht diskutieren. Ich will ihn auch gar nicht in die Pfanne hauen oder sowas, aber man muss einfach mittlerweile die Wahrheit sprechen oder die Wahrheit aussprechen, weil es geht einfach meiner Meinung nach nicht. So, egal ob Entertainment oder ganzen Quatsch, es ist einfach unmoralisch. Es geht einfach nicht. Natürlich, also es ist auf jeden Fall gefaked. Uns ist zu Ohren gekommen, Julian fragt die Teilnehmer mal aus und gibt die Informationen an SpongeBob weiter und die landen dann in seiner Runde. Stimmt das? Ich denke schon. Ich habe mit Julian halt auch über Skype, natürlich, weil wir halt Freunde waren. Wir haben eigentlich Freundschaft und Business so ein bisschen getrennt. Was heißt bisschen, eigentlich komplett. Und ich habe ihm halt gesagt, so, ja, ich habe eine krasse Punchline geschrieben, so, und dann erzähl mal, habe ich ihm ein paar Punchlines so erzählt, so also ganz lässig. Komischerweise tauchten genau cool. Zu diesen Punchlines kommt er schon in der Runde auf, obwohl der SpongeBob gar nichts davon wissen konnte. Jede Zeile, also jeder starke Punch so von mir, die kam halt in seiner Runde vor als Konter schon. Und das fand ich schon sehr komisch. Und von anderen Teilnehmern habe ich halt auch gehört, dass der Julian die ausgefragt hat. Und ja, komischerweise die ganzen Sachen alles in den SpongeBob-Runden auftaucht. Also so viele Zufälle kann es einfach nicht geben. Ahmed. Ja, da muss ich halt sagen, sowas geht natürlich gar nicht. Ne? Das ist auch dann so der Punkt, wo ich sagen muss, Junge, halt doch einfach dein Maul, ey. Also zu Julia, nicht zu Ahmed. Dann irgendwelche Infos da weitergeben oder sowas ist, absolut dämlich. So muss man, da kann ich halt auch nichts anderes zu sagen. Es geht halt gar nicht. Vor allem, ich meine, San Diego ist doch schon ein krasser Rapper, warum braucht man das so? Der schreibt doch auch so geile Texte und geile Lines und so, warum muss man dann irgendwie versuchen, noch die anderen zu sabotieren? Also check ich halt. Hat man versucht, dich zu dem Thema San Diego irgendwie mundtot zu machen? Ja, in einer Hinsicht schon. Also kurz vorm Battle hat mir der Kameramann von San Diego geschrieben, mit dem ich eigentlich auch befreundet bin. Der hat mir halt geschrieben von wegen, ich soll dir von Diego sagen, ich solle seinen Namen nicht in den Mund nehmen, weil sonst hätte das Folgen. Ja, daraufhin habe ich gelacht so, und meinte so, was das soll. Wenn er ein Problem hat, soll er mir das selber sagen oder mich anrufen und nicht hier irgendwie einen Boten vorschicken. Das ist ziemlich frech. Irgendwie ein Zeichen, dass er sich über mich stellt und das geht gar nicht. Er kann es auch persönlich mit mir klären. Ja, wie gesagt, und daraufhin, nachdem das Battle vorbei war, kam halt wieder eine Nachricht von dem Kameramann, der dann zu mir meinte, du, pass auf, alles cool, du hast nicht übertrieben. Was ich auch komisch fand, weil meine ganze Grundlage der Battle-Runde war einfach, dass ich San Diego, sag ich mal, disse bzw. entlarve als SpongeBob. Ja, Ahmed, dir wurde ja auch... Ja, das ist halt, also sowas verstehe ich halt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ihr müsst euch erst mal vorstellen, man, ihr habt ja, habt halt ein Problem mit jemandem und anstatt den halt selber anzuschreiben oder so, schickt ihr halt andere Leute vor. Das ist so das Lächerlichste, finde ich, was man machen kann. Also entweder du klärst deine Probleme alleine oder du lässt es. Es ist halt echt einfach lappenhaft. Ziemlich übel mitgespielt. Ich weiß nicht, warum Leute immer irgendwie denken, dass das cool oder stark ist oder sowas zu machen. Jetzt SpongeBob hat seine Runde vorher schon auf iTunes vertickt. Wie hast du darauf reagiert? Ja, natürlich war ich sehr angepisst, weil die Leute auch sehr voreingenommen waren dadurch, weil das Video mehrere hundert Mal bei YouTube hochgeladen wurde. Mittlerweile auf Spotify war, iTunes zu kaufen, ganze Geschichte. Ja, wie ich darauf reagiert habe, ich habe den Julian angerufen, beziehungsweise wachgeklingelt, das war ziemlich früh.
Ja, dann habe ich ihm das geschildert, da kam halt online, haben uns dann weiter am Skype unterhalten. Und ich weiß nicht, er war nicht wirklich geschockt, er meinte nur, scheiße, und hat die Runden einfach online gestellt, so ohne weiteres Gerede. Also einfach, um das runterzuspielen, denke ich. So, er hat gesagt, das hat auf jeden Fall schwere Folgen. Daraufhin, ich meine, wir waren ja kumpelt so. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, der regelt das schon irgendwie. Ich habe jetzt nicht erwartet und habe auch nicht verlangt, dass SpongeBob dadurch disqualifiziert wird, weil ich so einen Sieg wollte ich einfach nicht. Und aber ein bisschen mehr Folgen, beziehungsweise es gab ja dann ein Gespräch zwischen den beiden bei Facebook. Dieses Facebook-Gespräch war so schlecht gefaked, wo ich das damals gesehen habe. Ich dachte mir so, ach Digga, halt doch dein Maul, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Also, dass man sich bei sowas da nicht wenigstens Mühe gibt, sondern das schon so, das klang schon so richtig so ironisch einfach. So, ja, komm, wir tun jetzt einfach mal so. Das glauben die Leute halt eh. Das ist ziemlich gestellt aussah. Und es war auch einfach gestellt, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da sind so kein Wort mehr von mittlerweile. Damals, ja, natürlich war ich sehr angepisst. Klar, Quatsch, ich habe das ja nicht mit mir machen lassen. So. Ich habe mich sehr beschwert. Daraufhin war unsere Freundschaft ein bisschen angespannt. Wir haben weniger miteinander geredet und ab da war auch fast schon der Kontakt weg. Oh, Mio Chris, Alter, 5000 Bits, ey. Hi, war lange nicht mehr da. Stimmt, Alter. Ist mir auch schon letztens aufgefallen, weil du bist immer noch Mod, ne? Und das musst du eigentlich auch dann in Ehren halten. Aber wahrscheinlich hast du gerade an der russischen Front gedient oder so. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, heftig, Mann. Ja, dann CSRB, danke für den Twitch. Du auch schon dreimal, das kann man auch noch kurz hinterherhauen auf jeden Fall. Dankeschön. Komm gerne öfter, Mann. Ich hätte eigentlich eine Chance gehabt. Viele haben halt den Sieg von SpongeBob als unverdient gesehen. Ich sehe das halt so von wegen, wenn die Mehrheit dafür stimmt und die Jury auch, ist das meinetwegen okay. Aber ich habe den Julian auch gesagt, dass der SpongeBob gebeitet hat. Eine Zeile hat er auch zur Kenntnis genommen. Wurde nichts in der Analyse von erwähnt. Und meine schlechtesten Zeilen hat er dann gegen seine besten gestellt. Was ich komisch fand, so das irgendwie Bitch-Move-mäßig. Wirst du in Zukunft ich weiß nicht, also ich fand die Runde von Ahmed halt auch generell richtig schlecht, jetzt nicht wegen der Analyse, sondern an sich. Sowas verstehe ich halt auch nicht, weil man könnte ihn auch einfach fair bewerten so. Dann hätte er trotzdem gewonnen, vielleicht ein bisschen knapper, aber ist egal. Also wenn das ja wirklich so stimmt, dann ziemlich... Irgendwas zu diesem Thema bringen? Ich sag's mal so, seid einfach gespannt und Einsatz. Jeder kriegt das, was er verdient. Das war's nun von Ahmed. Es ist halt, ist gar nichts passiert. Das wollte ich halt auch nochmal erzählen. Ne? Es ist nie irgendwas passiert. Er hat nie irgendwas gemacht oder so. Oder ich hab's nicht mitbekommen. Sehr cool nochmal von ihm. Aber auch von Gio und Shimi, dass sie uns hier nicht alleine gelassen haben. Was noch ganz interessant ist, der JBB-Vertrag. Jeder Teilnehmer muss ihn unterzeichnen und tritt damit die Musikrechte ab, aber lässt auch zu, sich beleidigen zu lassen. Teilnehmer unterzeichnen den Vertrag für JBB und Hall of Shame, also wissen nicht, wo sie hinkommen vorher. Das Interessanteste zitieren wir mal aus dem Vertrag, der Schizophrenic Blog vorliegt. Julians Blog behält sich das Recht vor, mein Produkt zu kürzen, zu kommentieren, positiv sowie negativ, abwertend oder gar beleidigend oder mit visuellen Markierungen zu versehen. Das Kürzen ist interessant. Julian kann zensieren und hat anscheinend laut einem Teilnehmer auch schon mal etwas rausgecuttet. Warum haben wir SpongeBob überhaupt enttarnt und nicht in Ruhe gelassen? Weil wir der Überzeugung sind, die Leute haben die Wahrheit verdient und auch Freunden von uns in dieser Sache echt übel mitgespielt wurde. Was kann Julian jetzt tun? Er wird wahrscheinlich einen anderen als SpongeBob darstellen. Er wird wahrscheinlich wieder versuchen, ein paar Leute zu überreden, gegen uns auszusagen. Wir wünschen mehr Glück diesmal. Vielleicht wird SpongeBob auch gar nicht die Maske lüften und als Schwamm weiter Musik machen. Aber ob der auch Alben verkaufen wird? Ach ja, und das... Wird er. Der ist ja, glaube ich, sogar Gold gegangen oder so. Ne, glaube ich, 100.000 Platten verkauft. Ja, also ich sag mal, man muss halt... Die Leute an die Wi-Fi, die wäre sogar. Man muss halt auch dazu sagen, also ich persönlich bin da halt auch der Meinung, dass Julian und San Diego, was das halt angeht, vielleicht so ein bisschen, ja, beschissen haben oder so, kann halt schon sein. Ich finde trotzdem, dass er jede Runde fair gewonnen hat, so oder so. Und auch die meisten Punkte auf jeden Fall verdient hat. Aber man muss sagen, was die halt gemacht haben, war halt wirklich unfassbar klug. Also das muss man ja halt einfach mal wirklich sagen. Und auch, dass sie nach so einem Video da gar nicht großartig drauf eingehen, sondern er halt einfach sein Rap halt weiter durchzieht, da diese Battles macht und dann weiter Erfolg hat und so Platten verkauft jetzt und jetzt ja auch normale Musik macht, sage ich mal, ohne das Kostüm. Muss man halt einfach sagen, die haben alles richtig gemacht. Sondern auch dieses Ganze mit dieses Image aufzubauen und so weiter, das war schon, ich glaube, so YouTube-technisch hat das noch nie jemand so krass irgendwie gemacht wie die auf jeden Fall. Das muss man ja einfach mal so sagen. Na, und die haben ja auch nie irgendein Video oder sowas dazu gemacht. Das ist auch das Einzige, was ich schade finde. Weil es war klar, dass es San Diego ist. Aber es wäre trotzdem cool gewesen, wenn man irgendwann mal wenigstens so gesagt hätte, warum die das halt so gemacht haben. Weißt du, da muss man ja nicht mal krass irgendwie auf Kritik eingehen, sondern einfach nur mal so die Sichtweisen schildern, wie das alles so passiert ist. Das würde mich zum Beispiel einfach interessieren.
Ja, und ja, Gio ist halt in dem Video halt wirklich nur kurz drin, hat gesagt, es ist 100% San Diego, Jungs. Das war's, okay, thanks, bye. Geiler Part auf jeden Fall, hat alles zerrippt, ey. Ich glaube, spätestens durch die Runde von Gio 2014 hat es wenige gejuckt, dass Schwamm, dass Diego der Schwamm ist. Ja, also ich fand bei dem ersten Battle, also 2013, hat es viel interessiert, aber dann mit der Zeit war halt irgendwie auch so, ja, es war halt allen eigentlich egal, ne, weil die Musik war halt gut und es ist klar, dass so ein Hype, man fragt sich nicht jahrelang, wer darunter steckt und hatet das die ganze Zeit so. Das war klar, dass es halt so kommt. Und das haben die halt schon sehr intelligent gemacht, muss man sagen. Das Video wäre bestimmt ein guter Stoff für Fortunes Finalrunde. Leider wird er wohl kaum was davon verwenden dürfen, weil Zensur Julian ja da ist. Das war's mit dem wahrscheinlich aufwendigsten Video in der Schizophrenic-Blog-Geschichte. Ich hoffe, wir konnten euch überzeugen und das lange Warten hat sich gelohnt. Ja, wenn ihr eure Meinung dazu abgeben wollt, macht das doch am besten vor der Kamera, macht doch ein Video und postet es als Videoantwort. Wir lassen alles zu. Das war's. Mein Name ist Julian. Auf Wiedersehen. Heftig, Mann. Wippt einfach ordentlich. Ich glaube, jetzt ist es nur noch irgendwie. Okay, warte. SpongeBob, verticke das Plankton-Weed. Habe so viele Löcher an meinem Körper, dass ich daraus Tampon schieß. Ihr alten Schwanzlutscher, mach mal lieber ein paar Krabbenburger und ein bisschen Plankton-Weed. Sponge zu dem Boss, ganz zu den Chart. Du Hurensohn! Hallo? Hallo? Johnny, pass mal auf, ne? Dir ist schon klar, dass du nicht Sponge bist, oder? Okay. Wer ist das denn? Ups. Ja, krasses Video auf jeden Fall. Also finde ich persönlich immer noch eins meiner halt Lieblingsvideos so. Ich muss sagen, ich fand es damals auch gar nicht so krass, dass sie das veröffentlicht haben, weil das ist mir ehrlich gesagt sogar relativ egal. Aber es ist halt einfach geil mit anzusehen, so, ne? Es war einfach, ja, mega cool. So muss man halt einfach sagen. Ja, dann,